Kurz vor Weihnachten schockierte drei Haselnüsse für Aschenbrödel-Star Pavel Travnicek die Fans. Er musste wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das erklärte seine Frau Monika kurz darauf bei Facebook. Jetzt meldet sich Pavel mit einem Update zurück. Der Bild erklärt der Schauspieler, was er genau hat. Ein verschleppter Infekt. Ich nehme noch starke Antibiotika und muss mich schonen. Ich setze darauf, dass die Energie zurückkommt, die mich meine Arbeit noch immer lieben lässt und die ich auch als Vater noch weitergeben will. Inzwischen wurde Pavel auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Ich konnte die Klinik verlassen, um Weihnachten daheim bei meiner Frau und meinem kleinen Sohn zu sein. Pavels Sohn, der 2016 geboren wurde, kann jetzt also doch Weihnachten mit seinem Papa verbringen. So wie viele andere Menschen auch, denn traditionell ist Travnicek an den Festtagen in etlichen Haushalten in seiner bekanntesten Rolle des Aschenbrödelprinzen zu sehen.